kommen nun zum Tagesordnungspunkt 26 der Tagesordnung. Das ist der Bericht des Ausschusses für Innere Angelegenheiten. Ich darf den Herrn Bundesminister für Inneres begrüßen. Ebenfalls auf der heutigen Tagesordnung steht eine Bund-Länder-Vereinbarung über die Grundversorgung von Geflüchteten aus der Ukraine. Hier geht es vor allem um die Erhöhung ausgewählter Kostensätze und die Auszahlung einer Erstversorgungspauschale. Im Mai haben Bund-Länder-Konferenzen zum Thema Flüchtlingsversorgung stattgefunden. Dabei wurde unter anderem beschlossen, dass die Bundesländer vom Bund 190 Euro für jede Person bekommen, die in Österreich angekommen ist und zurückwirkend ab 1. März. Laut Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP sollen sich derzeit 57.000 Schutzsuchende aus der Ukraine in Österreich in Grundversorgung befinden.